Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass die ARD Annalena Baerbock 5 Minuten lang mit scharfen Fragen drangsalierte zu ihrem Lebenslauf. Das ist sehr ungewöhnlich. Warum haben sie es gemacht? Man muss wissen, bei normalerweise peinlichen Vorfällen im linken Parteienspektrum wird zwar alibihaft gefragt, aber es ist dann mit einer Frage normalerweise erledigt. Und die Fragen werden auch nicht in einer scharfen Weise gestellt. Also die Fragen werden gestellt, dass es alibihaft abgearbeitet ist, dass also der Vorwurf nicht so einfach erhoben werden kann, dass es nicht gemacht wurde. Aber dass es in so einer scharfen Form passiert, 5 Minuten lang, ist ungewöhnlich. Das erinnert an den Rechtsextremismusvorwurf gegenüber der AfD. Weil die Zeit spielt eine entscheidende Rolle. Wie lange das Ganze gespielt wird. Weil je länger es gespielt wird, umso wichtiger ist es. Das weiß auch die ARD. Zunächst der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu und vor allen Dingen die Begründung, was dahinter steht. Warum die ARD das gemacht hat und warum sie eigentlich trotzdem in Wahrheit die Grünen weiter stärken. Martin, herzlich willkommen, Annalena Baerbock. Schönen guten Abend. Guten Abend auch von mir. Frau Baerbock, der kreative Umgang mit Ihrem Lebenslauf. Warum machen Sie das? Warum machen Sie sich toller, als Sie eigentlich sind? Das habe ich so nicht gemacht, aber ich habe in meinem Lebenslauf auf der Website, was für mich eine komprimierte Darstellung ist, der wichtigsten beruflichen Situation und vor allen Dingen der Verbindung zu Vereinen, zu Organisationen sehr komprimiert dargestellt und habe schmerzlich gespürt, dass es offensichtlich mehr sehr missverständlich war. Ich wollte alles andere als mich größer machen, als ich bin, sondern sehr kompakt darstellen, welche Verbindung es auch zu Institutionen gibt. Und das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid, weil es ja eigentlich in diesen Momenten um große andere Fragen gerade in unserem Land geht. Frau Baerbock, jetzt sagen Sie schlampig, aber Sie gelten eigentlich als Perfektionistin. Wie kann Ihnen dann sowas passieren? Ist das der Druck, bevor der Wahlkampf eigentlich wirklich begonnen hat? Ist Kanzlerkandidatin dann vielleicht doch eine Nummer zu groß? Genau deswegen ärgere ich mich selber, weil es mir eigentlich immer wichtig ist, alles sehr korrekt zu machen. Aber offensichtlich habe ich hier nicht genau genug hingeschaut, es eben nicht korrekt genug gemacht. Und dafür jetzt die Verantwortung auch übernommen zu sagen, das muss ich korrigieren, mich dieser Diskussion hier auch zu stellen und dafür zu werben, das Vertrauen, was vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist, zurückzugewinnen. Jetzt haben Ihre Berater das alles nicht geprüft. Und Sie bewerben sich ja jetzt nicht um einen Nebenjob in der Kneipe. Die Frage ist da, ist das das Level an Professionalität, was wir von einer Grünen im Kanzleramt erwarten können? Na, es geht um große Veränderungen in unserem Land, es geht um große Themen. Ja, wir hätten bei meiner Website genauer sein müssen. Wie gesagt, ich ärgere mich sehr darüber. Wir stellen jetzt zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin auf. Ja, das ist was Besonderes für uns als Bündnis 90 Die Grünen. Deswegen haben wir unser Team noch mal verstärkt, gerade zum Wahlkampfstart. Der Wahlkampf geht gerade los. Das ruckelt sich jetzt alles noch mal ein. Wir lernen natürlich aus den Fehlern, die wir jetzt gemacht haben, um es in Zukunft besser zu machen, weil wir fordern die Union zum ersten Mal in der Kanzlerschaft heraus und wollen große Veränderungen für die Menschen in diesem Land, gerade beim Klimaschutz, bei der Familienpolitik, bei Kindern, bei Jugendlichen. Und da darf sowas natürlich dann nicht nochmal passieren. Genau, und deshalb ganz konkret die Frage, da kommt nichts mehr, das war's jetzt. Oder müssen Sie nochmal irgendwann irgendwas korrigieren? Was in Zukunft sich in meinem Lebenslauf noch ändert, das weiß ich natürlich nicht. Aber rückblickend ist es jetzt das, was es ist. Aber das Vertrauen ist jetzt ein Stück weit natürlich weggegangen und Sie werden vielleicht ein wenig zum Risiko für die grüne Kanzlerkandidatur. Wäre es dann nicht, wenn das heute auch schon in der Presse zu lesen war, eine Überlegung wert, möglicherweise die Kanzlerkandidatur doch an Robert Habeck weiterzugeben? Naja, ich finde es wichtig, wenn man Fehler macht, dass man dazu steht, dass man selbstkritisch sagt, das war nicht richtig, dass man sich verbessert und korrigiert, aber dass man auch immer wieder deutlich macht, jetzt aus Angst irgendwie neue Fehler zu machen. Jeder Mensch macht Fehler im Leben, das hieße ja, sich zurückzuziehen, sich zu verstecken, nicht mehr aufzutauchen oder nicht den Mut haben, Veränderungen anzugehen. Und das bin ich ganz und gar nicht. Der Wahlkampf hat gerade erst angefangen. Es geht darum zu kämpfen. Es ist klar, wenn wir die Union herausfordern, dass es da heftigsten Gegenwind gibt. Natürlich war nach
nachdem ich aufgestellt wurde, wir bei 28% lagen und die Union überholt haben, haben die nicht gesagt, super, jetzt ziehen die Grünen ein ins Kanzleramt und dass Gegenwind kommen kann, das war klar. Aber wir starten jetzt unseren Parteitag. Robert Habeck und ich kämpfen gemeinsam, um nach dieser Corona-Pandemie deutlich zu machen, dass wir in Zukunft in diesem Land über uns hinauswachsen können. Frau Baerbock, aber bleiben wir noch ganz kurz, bevor wir auf den Parteitag gucken, bei Vertrauen. Und Vertrauen ist das höchste Gut in der Politik. Und wenn man jetzt die neuesten Zahlen vom aktuellen ARD-Deutschland-Trend anguckt, dann verlieren Sie 12 Prozentpunkte. Und Sie rutschen beim direkten Vergleich der Kanzlerkandidaten von Platz 1 auf Platz 3 weit abgeschlagen hinter Herr Laschet und Herrn Scholz. Wie wollen Sie das wieder aufholen? Naja, ich habe, als ich aufgestellt wurde, als so 28% und das heilig, so heilig war ich nie, sondern alle machen Fehler. Wie gesagt, ich habe jetzt schmerzlich, sieht man auch den Umfragen, dafür bezahlt. Aber es geht darum, es jetzt besser zu machen und eben deutlich zu machen, es geht ja nicht nur hier um meine Person, sondern es geht darum, wie wir gemeinsam dieses Land verändern können. Warum werden jetzt in dem Interview die Grünen weiter befördert? Kritischer kann man Baerbock doch gar nicht fragen. Die Fragen waren wirklich scharf und das Ganze ging lang. Das ist wirklich kein positives Framing. Entscheidend ist aber, wie das Interview weitergegangen ist. Die nächsten 10 Minuten. Und hier waren die Fragen so gewesen, dass die Anschauung feststand. Die Anschauung ist, es kommt eine Klimakatastrophe in wenigen Jahren und das steht vollkommen fest, darüber muss man gar nicht diskutieren. Und vor allen Dingen werden diejenigen ignoriert, die das kritisieren. Schon seit Jahrzehnten. Und das ist auch hier in dem Interview, wird auch fortgeführt und bestärkt. Der Rahmen steht fest und der Rahmen, der stärkt die Grünen. Weil solange es eine Klimakatastrophe gibt, ist es natürlich richtig, dass man die Kohlekraftwerke abschaltet. Da muss man das alles abschalten, wenn es eine Klimakatastrophe gibt. Diejenigen, die das aber als unwahrscheinlich ansehen, werden überhaupt nicht gehört in den Öffentlich-Rechtlichen. Es wird bei Markus Lanz Guido Reil zur AfD-Position zum Klima befragt. Und es wird nicht Carsten Hilse eingeladen und er wird befragt. Es wurde nie ein Gerlich Tscheuschner im Öffentlich-Rechtlichen in einem großen Format eingeladen zur Diskussion. Und was sagt das aus? Warum muss man Leute ausgrenzen? Und das muss man immer dann, wenn man keine Argumente hat. Entscheidend ist, dass die grüne Grundanschauung auch in diesem Interview gestärkt wird. Und darauf kommt es am Ende an. Die Personen sind austauschbar. Und im Gegenteil, es ist sogar besser für die Öffentlich-Rechtlichen. Was heißt besser für die Öffentlich-Rechtlichen? Sie bringen ihre Agenda besser durch, wenn sie einen starken Kandidaten haben. Und Annalena Baerbock war nicht mehr zu retten. Mit dem Lebenslauf, das stört die Deutschen. Das tolerieren sie nicht. Und dann kann man es doch gleich ausnutzen. Dann kann man seinen Ruf wahren, dann kann man jemanden, der sowieso schon erledigt ist, da kann man dann noch zur eigenen Rufwahrung richtig draufhauen. Und dann kann man sagen zur AfD, ja guckt her, wir sind doch hier wahnsinnig ausgewogen, wahnsinnig kritisch. Wir kritisieren auch die Grünen. Ihr seid halt rechtsextrem, da können wir nichts dafür. Und die Grünen werden auch kritisiert. Sie sollen nicht merken, dass bei den Grünen nur Personal kritisiert wird. Das war ja bei Habeck auch so, da wurde er kritisiert, weil er Sachen nicht wusste. Es wird aber nie ernsthaft die Grundannahme beleuchtet und dann auch kritisiert. Es wurden keine kritischen Fragen gestellt, auch zum Beispiel zur Massenmigration, zur unkontrollierten Massenmigration, die weiterhin stattfindet. Zur Schuldenanhäufung im Euroraum. Alles Kritische, wirklich Kritische, was die Grünen wirklich trifft, wurde nämlich nicht gefragt. Es wurde nur an Annalena Baerbock angegriffen. Eine Person, die sowieso auf dem Abstellgleis ist. Sehr wahrscheinlich wird am Wochenende, also ich vermute es jedenfalls mal, wird Robert Habeck zum Kandidaten ausgerufen werden. Das ist naheliegend, weil der Lebenslauf, es ist eben keine Kleinigkeit, sondern es ist sehr wichtig, weil die Vertrauenswürdigkeit von Baerbock, es ist halt einfach peinlich. Und das ist nicht wieder zu kitten. Das ist keine Lappalie. Das ist unprofessionell. Sie zeigt damit, dass sie unprofessionell und unehrlich ist. Und unwiderlegbar. Das würde mich sehr überraschen, wenn nach dem Wochenende, wenn sie weitermacht.
es gäbe so viel Kritisches zu den Grünen zu befragen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch das mit der AfD angucken, der Rechtsextremismusvorwurf. Da könnte man mal die Grünen fragen, wie es denn ist mit der kommunistischen Vergangenheit. Da gibt es ganz viel aufzuarbeiten. Aber das wird nicht gemacht, weil es würde die Grünen substanziell angreifen. Baerbock als Person, das greift die Grünen überhaupt nicht substanziell an. Ein bisschen natürlich schon, aber es lässt sich nicht verhindern. Was sollen die Öffentlich-Rechtlichen, was sollen sie denn machen? Wenn dann Baerbock eine Peinlichkeit nach der nächsten liefert und vor allen Dingen, wenn sie dann selbst unglaubwürdig dastehen, wenn sie sie unterstützen. Sie wissen, das funktioniert nicht, weil es geht ja auch um ihre eigene Rufwahrung. Weil nur, wenn sie vertrauenswürdig vor dem Bürger erscheinen, dann können sie auch ihre Anschauungen transportieren. Dann glauben die Leute weiter an den Weltuntergang. Wenn sie durch Baerbock irgendwie unglaubwürdig dastehen, dann beschädigt das ihr Anliegen und vor allem auch die Grünen, wenn dann Baerbock die Führungsposition bleibt und sie Peinlichkeiten liefert, das schwächt die Grünen. Das heißt, indem sie jetzt Baerbock demontieren, stärken sie die Grünen und stärken sich selbst. Und sie schaffen auch noch ein Alibi, dass sie neutral berichten. Das ist der Plan. Und darauf soll die AfD reinfallen. Das heißt, hier werden drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und es ist eben nicht so, dass die Journalisten hier zur Besinnung gekommen sind und sich denken, ja, wir müssen doch auch fair berichten. Ja, die AfD hat recht, die Kritiker haben recht, wir müssen unseren Auftrag erfüllen. Wir müssen auch die Grünen kritisieren. Wir müssen ausgewogen sein. Wir müssen ausgewogen sein. Wir müssen das probieren, ausgewogen zu sein, weil wir ehrlich Journalisten sind. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Dieses Interview ist auch Täuschung pur. Es ist eine Reinwaschung. Und es ist ja kein demokratisches Verhalten, weil die ganzen entscheidenden Themenfelder, die Leute weiter ausgeschwiegen werden, eine Grundannahme gesetzt wird, über die man gar nicht mehr diskutieren darf. Wo so getan wird mit dem Weltuntergang, der kommt, das ist ausdiskutiert, da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber es wurde in Wahrheit nie diskutiert. Es gibt die Argumente, dass man sagt, man spart Kohle. Und das ist die Ressourcenschonung. Wir haben nur endlich Ressourcen und es ist sehr fragwürdig, ob es richtig ist, dass jetzt die Menschen mit einem Schlag unnötig viel verbrauchen. Darüber kann man ja diskutieren. Aber das sollte dann ehrlich sein. Dann kann man das doch als Argument, das ist doch schon ein starkes Argument. Warum muss man dann mit dem Weltuntergang kommen? Also die Leute so für unmündig, man weiß ja nicht, was dahinter steht. Das ist das Gefährliche. Geht es jetzt nur Leuten darum, um Geld zu verdienen? Weil darum geht es ja bei der unkontrollierten Massenmigration. Das ist ganz sicher nicht im Interesse Deutschlands oder der Welt, dass hier Leute reinkommen. Sondern da geht es um Immobilienpreise oder um Demokratiezerstörung. Auf keinen Fall ist die unkontrollierte Massenmigration im Interesse Deutschlands. Beim Klima könnte man noch irgendwie argumentieren, ja, die Leute sparen sonst nicht, deswegen müssen wir ihnen hier sowas erzählen, weil sonst sparen sie nicht. Aber beim Klima ist es ja auch so, das ist ein Problem und da verdienen bestimmte Leute Geld. Und ist das wirklich im Interesse Deutschlands? Was schafft das für Verwerfungen, wenn wir jetzt hier unsere Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke zusammen abschalten? Ist das am Ende wirklich ein Plus? Wahrscheinlich wurde nach der Ölkrise, wurde das mit dem Klima, mit dem CO2-Treibhauseffekt erfunden. Da wurde es etabliert und dann wurden also seitdem alle kritischen Stimmen wurden ausgeschwiegen. Dann im IPCC wurde dann dieser Michael Mann mit seiner Falschkurve, das wurde alles verheimlicht, was falsch läuft. Dann wurde so getan, das ist also das Klima geht kaputt. Und seitdem wurde ja alles eigentlich ziemlich zurückgehalten. Wobei in den 2000ern es noch besser war als in den 2010er Jahren. In den 2000er Jahren wurde vereinzelt kritisch berichtet. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Und ob ihr glaubt, ob nach dem Wochenende Baerbock weiter Kanzlerkandidatin ist. Macht's gut.